Herzlich willkommen und guten Tag, liebe Zuschauer. Aus dem Unterhaltungsprogramm des Fernsehens der 50er Jahre präsentieren wir Ihnen heute einen richtigen Videoclip. Es ist vermutlich sogar der erste, den das deutsche Fernsehen jemals gezeigt hat. Er stammt vom Sender Freies Berlin aus dem Jahre 1957. Natürlich nannte man sowas damals noch nicht Videoclip, sondern der illustrierte Schlager. Der Doktor sagt, dass wir zu wenig wandern und dass kein Mensch spazieren gehen mag, wiedebumm. Wahrscheinlich spricht der Doktor bloß von andern, denn ich als Hausfrau latsch den ganzen Tag. Morgens früh schon um 7:30 hab ich Brötchen raufgebracht, danach steht der Gang zur Küche mir bevor. Dann nehm ich die Zeitung ab und dann laufe ich im Trab mit den Kaffeetassen durch den Korridor. Ja, als Hausfrau ist man ständig auf der Wanderschaft. Jovi wallralala, jovi wallralala. Täglich mach ich 20 Mal mit viel Geklirr ein Gepäckmarsch mit dem ganzen Essgeschirr. Darum habe ich als Hausfrau einen Zorn aufs Wandern, aufs Wandern. Meine Sohlen haben eine Haut, die ist von Horn. Denn bin ich hinten, klingelt's immer gerade vorn. Und sind die Kinder endlich in der Schule und ist der Mann dann schließlich im Geschäft, wiedebumm, dann sitz ich nicht gemütlich auf dem Stuhle. Der Hund muss nämlich runter, weil er kläfft. Darauf hole ich mit dem Netz die Kartoffeln, die Koteletts, und der Hund führt mich spazieren von Baum zu Baum. In der Wohnung ist zu tun und anstatt sich auszuruhen, galoppier ich mit dem Staubtuch durch den Raum. Ja, als Hausfrau ist man ständig auf der Wanderschaft. Jovi wallralala, jovi wallralala. Mach ich oben auf der Leiter mal Station, bimmelt unten ganz bestimmt das Telefon. Wenn sich trotzdem mal eine Ruhepause fand vom Wandern, vom Wandern, schon riecht es aus der Küche angebrannt. Ich hab immer meine Beine in der Hand. Ich aste in den Keller und hol Kohlen. Ich geh und zahl die Telefongebühr wiederum. Ich trage Männes Schuhe zum Besohlen. Ich renn zum Gastwirt und besorge Bier. Treppe runter, Treppe rauf, immer zu im Dauerlauf, dass ich manches Mal beim Atmen förmlich pfeif. Bin ich nach viel her und hin, oben in der Wohnung drin, ist der Hund zum Gassigehen schon wieder reif. Ja, als Hausfrau ist man ständig auf der Wanderschaft. Juvi wallralala, juvi wallralala. Mit der letzten Kraft bring ich das Abendbrot. Dann will Max spazieren gehen, doch ich bin halb tot. Aber sage ich, ich habe keinen Mumm. Aufs Wandern, aufs Wandern, schimpft mein Männeli, nu geh doch nicht so krumm. Denn du sitzt doch hier den ganzen Tag bloß rum. Sie haben es ja gesehen, liebe Zuschauer, die Deutschen konnten sich wieder etwas leisten in den 50er Jahren. Arbeitslosigkeit war ja auch fast schon zum Fremdwort geworden. Es wird gekauft, es wird verreist. Man amüsiert sich wie lange nicht mehr. Und wir wollen Sie natürlich in dieser Sendung ein bisschen teilhaben lassen an der Lebensfreude von damals. Das Fernsehen entdeckte die Zuschauerin, vor allem die Hausfrau. Sie bekam sogar eine eigene Sendereihe mit praktischen Tipps
für die vielfältigen Anforderungen in Ehe und Familie. Tipps für die Hausfrau hieß diese Sendereihe mit Frau Dr. Zander vom Bayerischen Rundfunk. Und ihr zur Seite stand dieser Mann. Da fällt mir gerade was ein. Sie haben hier doch eine köstliche Geschichte mit Ihrem Kaffeeuntersatz. Zum Betteln gut. Das ist ein Kaffeeuntersatz, den man in jedem Haushaltsgeschäft für 30 Pfennige oder so bekommt, aus Schaumgummi. Und als ich ihn eines Tages sah, da fiel mir mein Gaspedal im Auto ein, das also etwas zu hoch hängt für meinen Fuß. Sie wissen ja, Gaspedale werden so angebracht, dass der Normalfuß passt. Von 36 bis 45 gibt das 39,5. Also wenn man 37 hat, dann hängt einfach das Gaspedal ein bisschen zu hoch für den Fuß. Und man kommt gerade eben noch mit der Spitze hin. Und außerdem haben die Autos auch den Nachteil für Frauen, dass sie also hier hinten diese Stelle, wenn das feines Leder ist, die wird aufgerieben oder Sie sehen es hier, sie wird eben einfach schmutzig. Ja. Mit Hilfe dieses Schaumgummi-Untersatzes stellen Sie den Fuß so hin, da liegt er einen Zentimeter höher unter dem Gaspedal. Sie können also haben etwas mehr Gewalt über das Gaspedal und es rutscht nicht und außerdem bleibt der Schuh schon. Drei Vorteile in einem. Ja, das ist ja schön. Also, das hat einige tausend Kilometer hinter sich, schätze ich. Denn hier ist also, leider aber es ist natürlich besser, es geht dieses Ding kaputt wie der Absatz. Ne? Alle 4000 Kilometer muss man es erneuern. Robert Lemke war das, mal in einer ganz ungewohnten Fernsehrolle. Es gab übrigens noch andere solcher Sendungen und die hießen dann Wie packe ich meinen Koffer für den Wintersport? Oh, Sie kennen ihn aber mit Sicherheit aus einem ganz anderen Fernsehdauerbrenner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Marianne Kautsch, Frau oder Fräulein? Frau. Frau Marianne Kautsch. Wenn Sie einen Moment bitte stehen bleiben wollen. So, bitteschön. Grüß Gott, ich frage jetzt, dass ich bitte ganz her. So. Hier ist auch schon der Schwenderl. Und wer kommt jetzt dran? Ich fange wieder an. Haben Sie eine Tätigkeit, die eine geregelte Arbeitszeit erfordert? Nein. Üben Sie diesen Beruf an Menschen aus? Ja. Könnte er also auch von einem Mann ausgeführt werden? Na. Na, sagen wir nein. Nein. Halten wir uns, also, wir haben bestimmt... Zimmerstreng. Zimmerstreng, ja, sehr richtig. Ja, kostet. Hat er mit irgendeinem bestimmten Körperteil dieser Menschen zu tun? Das ist eine grässliche Frage, aber wir müssen fast ja sagen. Ne? Ja. Wenn Sie Ihre Tätigkeit ausüben, bekommen Sie dann von dem, dem diese Tätigkeit zugutekommt, hier und da ein Trinkgeld? Ja, nein. Ja, nein. Ja, das müssen Sie wissen, das weiß ich. Nein. Nicht. Nein. Kein Trinkgeld und kein Entgelt. Kein Trinkgeld, kein Entgelt. Ist also ein Hobby von Ihnen mehr? Ja. Ah. Ein Hobby. Ich meine, das Wort Hobby ist ja ein weiter Begriff. Und Sie sitzen hier so normal da, aber sind Sie vielleicht Mitglied der Heilsarmee? Nein. So unter uns. Ich würde sagen, es ist eine Hausfrau. Ja! Frau Kautsch. Nun, liebe Zuschauer, können Sie sich auch Ihre Masken aufsetzen, wenn Sie wollen. Denn ich möchte unseren heutigen Ehrengast hereinbitten. Bleiben Sie einen Moment in der Tür stehen. Ich will Sie erst den Zuschauern vorstellen. Frau Kautsch, herzlich willkommen. Kommen Sie her. Setzen Sie sich zu mir.
vor 30 Jahren, Frau Kautsch, als Hausfrau im heiteren Beruf raten. Waren Sie überrascht damals, als Robert Lemke Sie fragte, ob Sie in seine Sendung kommen wollen? Ja, nicht unbedingt. Überrascht. Wie kam das? Freunde von uns hatten einen Robert Lemke, glaube ich, zum Kaffee oder zum Abendessen bei sich. Und er hat da so nebenher gefragt, ob die jemand wüssten, der als reine Hausfrau sich eventuell trauen würde, zum Fernsehen zu gehen. Und der soll mir es nicht gleich ansehen, dass sie nur Hausfrau ist. Das hat er nur dazu gesagt. Also Sie hat er nicht gekannt und Sie haben ihn nicht gekannt? Nein, gar niemand. Irgendwie war der Robert Lemke ja seiner Zeit voraus. Die Hausfrau als Beruf, ja, das finde ich toll. Das gab es ja erst ein bisschen später, oder? Ja, ja. Aber das ist mir eigentlich auch damals gar nicht aufgefallen, dass das eine ganz moderne Sache war, was er da reingebracht hat. Denn ich habe mich als Hausfrau verstanden, auch als Berufshausfrau verstanden, ohne dass ich das abwertend gefunden hätte oder besonders toll. Das war halt so. Liebe Zuschauer, ich muss Ihnen sagen, dass anders als Sie zu Hause die Frau Kautsch den Ausschnitt eben nicht hat sehen können. Das heißt, sie weiß bis heute nicht, was sie denn genau damals gesagt hat. Und Sie haben damals gesagt, dass Sie nicht genau wüssten, ob es denn nun ein Hobby ist oder ein Beruf. Ja. Aber das ist ja auch so, oder? Können Sie sich sonst noch an ein paar Fragen erinnern? Ja, also ich weiß, dass drüber gesprochen worden ist, über das Entgelt oder ob ich ein Taschengeld kriege, hat irgendeine eine Frage, ich weiß nicht, wer es war, ob es die Annette war oder wer, ob ich ein Taschengeld kriege. Und da wusste ich eigentlich nicht recht, was ich, oder Trinkgeld, um ein Trinkgeld ist gegangen, wusste ich eigentlich nicht recht, wie ich reagieren soll, weil Taschengeld von meinem Mann habe ich eigentlich nicht gekriegt. Wenn man sich hat was abzwacken hat können, dann hat man was gehabt. Und dann habe ich so, ja. Und da hat mir dann der Robert Lemke ganz zum Schluss einen Pfennig geschenkt. Also es gab kein Entgelt, es gab kein Taschengeld? Ja, also das Entgelt zu Hause, in der Familie. Haushaltsgeld? Ja, Haushaltsgeld, klar. Fürs Essen. Was brauchte man denn damals, um eine Familie zu ernähren? Ach, was brauchte man damals? Sehr wenig. Ich weiß, das erste feste Gehalt, das mein Mann gehabt hat, aber das war schon 52 oder 53, es waren 270 Mark, die vergesse ich mein Leben nicht mehr. Da ist es, wenn man ganz sparsam war, rumgegangen mit 4 Personen. Waren Sie aufgeregt damals? Nein, eigentlich nicht. Der Robert Lemke hat uns so einen schönen Whisky angeboten vorher. Den haben Sie auch getrunken? Ja, natürlich, und zwar unverdünnt. Und das hat einem schon ein bisschen heiter gemacht. Man war ja damals ja auch kein Getränk gewohnt. Als Sie dann nach Hause gekommen sind, was hat denn Ihre Familie gesagt über die Hausfrau? Ja, die hat nichts mitgekriegt. Die hatten ja noch keinen Fernseher. Warum nicht? Ja, damals hat man das eigentlich nicht gebraucht. Erstens haben wir es nicht gebraucht und zweitens, ich weiß es nicht, das stand gar nicht zur Debatte. Wir haben zwar von Freunden rundum erfahren, dass sie Fernseher haben und die Kinder sind ab und zu einmal zu den Nachbarn gegangen, um sich was anzuschauen, später öfter, aber damals nur ab und zu. Was haben Sie denn den ganzen lieben langen Tag und die Abende gemacht ohne einen Fernseher? Das kann man sich ja heute fast kaum noch vorstellen. Ja, also nur tagsüber hat man ja auch heute kein Problem. Und am Abend, wir haben gesungen und wir haben gebastelt und wir haben gelesen und wir haben Radio gehört und wir haben, bis es dunkel war im Sommer, Federball gespielt. Es war also eigentlich kein, dann hat man im Haushalt mehr zu tun gehabt. Es gab keine Geschirrspülmaschinen, es gab keine Waschmaschinen. Man hat ja alles noch einheizen müssen fürs Wäschewaschen. Davon vielleicht mal abgesehen, vermissen Sie diese alten Zeiten ein bisschen? Nein, natürlich nicht. Also ich meine, von der Arbeit her abgesehen, schon, ja. Es war eigentlich schon nett, dass man so viel gemacht hat zusammen. Was man also jetzt nicht mehr macht, abgesehen davon waren die Hörspiele damals sehr gut. Das ist jetzt auch nicht mehr so. Das können Sie. Wir schauen uns noch an, damals war das im Fernsehen ja alles noch viel höflicher als heute. Wir schauen uns mal an, wie der Robert Lemke Sie verabschiedet hat. Ja, ich danke Ihnen also sehr und in Ihnen sozusagen allen Hausfrauen, denen wir Männer ja also hauptsächlich Arbeit und Mühe machen, ohne dass wir ohne Lohn. Das tut mir das an, das hat mich tief getroffen, da lege ich noch was drauf. Gell? So. Und wenn Sie,
Sie künftig gefragt werden, ob Sie gelegentlich Trinkgelder dann kriegen, sag ich ja. Dann müssen Sie ja sagen. Ja? Vielen Dank für die Frage. Bitte schön. Einen schönen Gruß an die Kinder. Haben die zugeschaut heute? Nein, die schlafen. Die schlafen. Gute Hausfrage. Kinder müssen schlafen. Sie sagen, den Fernseher hatten Sie nicht. Nein. Was hat Ihnen denn sonst so gefehlt im Haushalt in den 50er Jahren? Ja, damals hat man es nicht empfunden, aber später war es halt dann, dass man eben keine Spülmaschinen hatte und keine Waschmaschinen hatte. Aber das hat man dann natürlich erst nachträglich mitgekriegt, damals nicht. Das war überall. Ich weiß das noch von meinen Eltern, als bei uns der erste Kühlschrank ins Haus kam, dachten die, es sei der Wohlstand ausgebrochen. War das bei Ihnen so ähnlich? Nein, das war nicht so, weil wir hatten vor dem Krieg hatten wir immer einen Eisschrank. Da mussten wir als Kinder dann in so eine Eisfabrik und diese Eisstangen holen. Das war recht schwer. Und das war das einzig Unangenehme. Und dann war es eigentlich ganz normal, dass also wenn der Kühlschrank kommt, dass der also schon als erstes. Das war das Einzige, was man also schon gleich haben musste. Was war dann bei Ihnen so das große Ereignis, als Sie dann dachten, jetzt ist der Fortschritt ausgebrochen? Ja, es hat lang gedauert. Eigentlich schon die Waschmaschine hilft einem am meisten. Bei der Geschirrspülmaschine, da habe ich mich noch lang geweigert, weil ich gesagt habe, das bisschen Zeug, das hat man doch schnell weg. Also ich genieße es jetzt sehr. Ich bin sehr froh, auch mit unserem Zwei-Personen-Haushalt. Frau Kautsch, natürlich hat das Fernsehen damals gezeigt, wie eine moderne Wohnung auszusehen hat. Sie konnten das nicht sehen. Sie hatten ja keinen Fernseher. Aber Sie können sich das jetzt mal anschauen, einen Bericht aus Amerika von 1957. Es muss ja nicht unbedingt eine Traumwohnung sein wie diese hier, eine amerikanische Ausstellungswohnung. Wer soll das auch bezahlen? Ganz hübsch, dieses elektrisch geheizte Bett. Aber nicht gerade lebensnotwendig. Die Regulierung soll verhindern, dass man im Schlaf versehentlich geröstet wird. Die durchsichtigen Schubladen aus Plexiglas im Wäscheschrank sind dagegen schon eher zu verwirklichen. Und den magnetischen Seifenhalter im Badezimmer kann man sogar schon im Warenhaus kaufen. Auch dass der Toilettenschrank sozusagen hinter dem Spiegel steckt, ist nicht mehr neu. Praktisch und die Arbeit erleichternd muss vor allem die Kücheneinrichtung sein. Was dieser Supermonsterherd wohl kosten mag. Da denkt man unwillkürlich an die Schalttafel eines physikalischen Laboratoriums. Aber diese Apparatur ist wirklich nicht für Kernspaltung, sondern für schlichte Bratkartoffeln gedacht. Die Rührschüssel sitzt wirklich eisern fest. Sie sind sicherlich sehr hübsch, diese supermodernen Ausstellungswohnungen mit ihren technischen Raffinessen. Wirklich sehr hübsch. Aber die passende Brieftasche ist dabei Voraussetzung. Was denkt man da, wenn man sowas heute sieht? Ja, dass sich also doch sehr vieles verwirklicht hat. Man hat also doch das meiste schon davon. Das ist schon toll, muss man schon sagen. Frau Kautsch, schön, dass Sie da waren. Kommen Sie gut zurück nach München. Danke. Grüßen Sie Ihre Familie. Und natürlich, welches Schweinerl waren es denn? Das Grüne. Das Grüne. Ja. Danke. Wiederschauen. Es darf doch nicht wahr sein. Entschuldigen Sie, ich möchte nicht stören. Aber was finden Sie so komisch dabei? Oh je, addio, Donna Grazia mit Vico Toriani. Ja, mit mir, wenn Sie nichts dagegen haben. Vico, welche Überraschung. Allerdings, du hast dich überhaupt nicht verändert. Was man von dir wieder nicht behaupten kann. Wie meinst du das? Ich meine, du siehst so ganz anders aus. So frischer, so moderner, so jünger. Oh, vielen Dank. Dafür bist du immer der gute alte Vico. Ich singe für Verliebte. Die gibt es heute noch genauso wie gestern und morgen. Na ja, gut, aber du musst doch mit der Zeit gehen. Na ja, geht die Liebe mit der Zeit? Ach, ich geb's auf. Du, Vico, hast du für heute Abend was vor? Ja, ich gehe nach Hause und weine in meine Kissen. Vielleicht geht's Ihnen auch so, ja? Wenn Frauen nachts in ihre Kissen weinen, von 10 bis 12, von 12 bis 2, und ihre Männer in Vereinen beim Bier sind oder irgendwo. Wenn Frauen dann auf ihre Männer warten, von 10 bis 12, von 12 bis 2, und diese sind bei Politik und Karten, dann warten sie von 10 bis 12, von 12 bis 2.
meist auf Godot. Ja, ja, das ist ein Problem des Wartens. Beschäftigt mich sehr. Aber ich will nicht in meine Kissen weinen. Nein, nicht, wenn es sein muss. Wirklich nicht. Die unvergessene Ursula Herking und Vico Toriani. Das hier, das ist die Schürze von Clemens Wilmenroth, dem ersten Fernsehkoch. Die Sache mit dem Kopf auf der Schürze war ungemein praktisch. Denn wenn die Kamera den Küchentisch zeigte, weil der Wilmenroth gerade sein Gemüse putzte, dann konnten ihm die Zuschauer immer noch ins Gesicht schauen. Etwa so. Die gefüllte Erdbeere, die ich erfunden habe und worauf ich mir etwas einbilde, entstand in Rom. Ich saß an einem Frühlingsnachmittag, es war vor dem Krieg, in Rom in einem Café. Dort kam eine Bäuerin vorbei und bot Erdbeeren an. Ich nahm ein paar und während ich nun so den Stiel herausdrehte, sah ich, dass da ja ein Hohlraum entstand. Wenn man nun Koch aus Passion ist, wissen Sie, dann denkt man über solche Dinge nach. Besser gesagt, man träumt davon. Also ich ging wochenlang mit dieser gefüllten Erdbeere sozusagen schwanger und träumte von ihr und wusste nicht, womit ich sie füllen sollte. Aber ich sagte mir, Hölderlin hat geschrieben, ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. Verzeihen Sie bitte, wenn ich dieses hohe Wort in Beziehung mit einer Erdbeere bringe. Aber eines Tages fiel es mir ein, es lag morgens noch im Bett, meistens die beste Stunde. Da wusste ich, womit sie zu füllen sei. Mit einer Mandel. Schauen Sie her. Hier dieser entzückende kleine Hohlraum in der Erdbeere wird mit der Mandel gefüllt. Dann setzen wir sie hin und füllen weiter. Wenn die Kirsche einen Kern hat, den wir wegwerfen müssen, und die Pflaume auch, warum soll nicht die Erdbeere einen Kern von uns mal erhalten? Es ist eine zauberhafte Überraschung, wenn Sie Freunde zu Gast haben zum Beispiel und setzen Ihnen zum ersten Mal gefüllte Erdbeeren vor. Es gibt natürlich erst einen heillosen Schreck, wenn Sie die Erdbeere beißen und da ist etwas drin. Aber umso größer ist nachher klarerweise die Überraschung hier. Sie können dazu selbstverständlich auch eingemachte Erdbeeren nehmen. Hauptsache ist nur, dass die Früchte ganz sind. Sie dürfen nicht zerschnitten sein, das ist klar. So, sind wir schon bei der letzten. Komm her. Das sind sie, da kommt was raus. Ja, nicht gut. Sie sehen, ich setze mir dieses scharf geschliffene Messer an die Brust. Denn ich behaupte, die gefüllte Erdbeere ist eine Erfindung von mir. Sollte jemand sonst auf der Kruste dieses Planeten schon mal eine gefüllte Erdbeere gesehen oder gar gegessen haben, melde er sich sofort. In diesem Augenblick wird dieses blitzende Ding in mein armes Herz hineinfahren. No, es meldet sich niemand. Können wir ja weitermachen. Also entweder bin ich zu dumm dazu oder die Sache geht wirklich nicht so gut, wie Clemens Wilmenroth das eben vorgemacht hat. Aber andere Sachen, die er erfunden hat, die gehen natürlich. Die Fischpfanne Esterhazy zum Beispiel wird bis heute von den deutschen Hausfrauen und manchmal auch von einigen Männern mit Begeisterung nachgekocht. Wenn Sie wollen, meine Damen und Herren, schreiben Sie uns eine Postkarte. Wir schicken Ihnen das Rezept dann gerne zu. Hey, jetzt hat's geklingelt. Wunderbares Mädchen, hast mich schon am Fädchen, hast mich schon am Gängelband. Wunderbares Fräulein, wird sie für mich frei sein, deine liebe kleine Hand. Da steht ein weißes Haus mit bunten Scheiben im Hochzeitstag. Da möchte ich gern ein Weilchen mit dir bleiben. Und dann ins Tagebuch dir schreiben, wunderbares Mädchen, Käthchen wunderbares oder Gretchen, Mädchen, oder wie du sonst wohl heißt. Wunderbares Fräulein, kann ich nicht dabei Fräulein, sein, wenn ins große Glück du reist. Da blüht der rote Mond auf grünen Rainen im Hochzeitstag. Und wenn wir zwei schon bald uns dort vereinen,
dann wird so hell die Sonne scheinen. Hell die Sonne scheinen. Wunderbares Mädchen, alles sagt im Städtchen, die sind ganz bestimmt ein Paar. Die sind ganz bestimmt ein Paar. Wunderbares Fräulein, kann's nicht für uns zwei sein, wie es für so viele war. Wie es für so viele, wie es für so viele, viele, viele.